Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erica, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Joha getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Was meinen Sie? Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Himmel. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Natur. Glaube. Form. Maske. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was zur Hölle haben Sie mit mir gemacht? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Warum hast du sie gemalt, Erica? Warum deine Mutter? Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Hier. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deiner Mutter sahst. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit.
Ich will es nochmal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Mich in Ruhe! Mich los! Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich habe sie vor Toby gerettet, indem ich das Klavier vollgeblutet habe. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Hast du schon ein Problem? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Möglicherweise sollte ich nach Toby sehen. Kein Problem. Dann sehen wir uns später. Erica, es ist löblich, dass du Kontakte knüpfst. Aber einige Frauen hier können sehr manipulativ sein. Sei vorsichtig. Das ist alles. Folgst du mir? Lass mich los. Du bist eine dumme Touristin. Unschuldig und ahnungslos. Hier gibt es Geheimnisse. Du solltest gut aufpassen, sonst wirst du es bereuen. Hier gibt's Geheimnisse? Was meinst du damit? Verstehe. Suchst du ein Abenteuer? Na gut. Dann komm mit. Nett, hä? Hier. Das habe ich vorhin vorbereitet. Ich dachte, sowas wäre hier drin nicht erlaubt. Der Sicherheitsdienst ist scheiße. Oh Gott. Es gibt Haare auf der Brust. Eine Hand von dem Typen geschickt? Du willst dich ja nur verstecken. Ja. War dein Vater nicht so ein genialer Arzt? Hat er wirklich die Klinik mit Flowers aufgebaut? Ja. Was ist mit deiner Mutter? Hörte sie ging hier drauf? Ja, schätze schon.
Mach's auf. Hast du den gesehen? Das ist nicht von mir. Eine schaurige Geschichte. Echt strange. Das Mädchen, das ihn gezeichnet hat, ist tot. Sie hatte komische Träume von pinken Blumen, die vom Himmel fallen. Sie hatte Nasenbluten. Und Anfälle. Und dann zeichnete sie das. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Sie erzählte diese Geschichten. Sie sprach von einem Geist, irgendeine Frau, die im Keller eingesperrt war. Ich hörte ihr nicht zu. Jeder dachte, sie wäre durchgeknallt. Nach ihrem Tod fand ich das. Nur zu. Ganz unten. Das ist von einem alten Tempel in einem Ort namens Delphi. Sie holten sich Frauen und haben sie mit irgendwas vollgepumpt, damit sie ihnen die Zukunft vorhersagen. Die Frauen wurden krank. Sie hatten schwere Anfälle. Dann starben sie. Ich weiß, wie das klingt. Aber pass auf. Dahinter ist etwas. Ein Tunnel oder was weiß ich. Hey. Weißt du, wie Opa Flaus an seine Kohle kam? Er hat die Zukunft verkauft. An, wen haben wir denn da? Wo warst du denn bloß? Ich habe dich überall gesucht. Du hast ein Päckchen. Sieht ziemlich teuer aus. Oh, ist das hübsch. Öffne es.
hässlich. Pass auf. Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Wir haben ein Team vor Ort. Ist er tot? Wir tappen im Dunkeln. Wahrscheinlich schon. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Sie war ein Geschenk von Lucien. Er gab es mir, bevor mein Vater starb. Erica hat ihr immer so viel Zeit verbracht. Es gab keine anderen Kinder. Ich habe ihr oft Spielzeug und Süßigkeiten zugesteckt. So auch diese Puppe. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Alles in Ordnung? Frag die Nachbarn, ob sie was gesehen haben. Warte da. Mach die Tür zu. Polizei! Öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt. Ich werde jetzt die Tür eintreten.
Komm mit. Jetzt. In das Nachtschränkchen. Such nach komischen Dingen, die hier fehl am Platz wirken. Wie ist das hilfreich? Wir forschen nach. Nachforschen ist hilfreich. Du könntest da drin sein. Oder ich. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Wir sehen uns nur ein paar Beweise aus der Wohnung an. Die meisten davon sind im Labor, aber ein paar Sachen solltest du dir ansehen. Kein Grund zur Sorge. Der Chief Inspector wollte, dass wir das hier machen. Warum machen wir das nicht auf dem Polizeirevier? Du hast so viel durchgemacht, Erica. Wir möchten nur, dass du dich so wohl fühlst wie möglich. Kommen Sie rein. Das Wasser kocht. Chief Inspector? Was denkst du? Sind wir nah dran? Ist dir das? Nein, es fehlen ein paar Details. Okay. Was ist damit? Das war in ihrer Wohnung. Ihr Name ist Mia Green. Sie war Patientin im Delphi-Haus. Sie hatte engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie wollte sie andauernd schützen. Manchmal auf aggressive Art. Was hatte sie denn? Sie war schwierig, manchmal gewalttätig. Ihre Kindheit war höchst unangenehm, aber die Freundschaft zu deiner Mutter half ihr. Erica. In der Nacht, als deine Mutter starb, brach Mia Green in die Arzneikammer. Sie starb an einer Überdosis.